Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr seht, bin ich aus dem Urlaub zurück. Die 4 Tage waren schneller rum, als ich schauen konnte. Und beinahe würde ich auch nicht hier sitzen, weil unser Shuttle vom Hotel zum Flughafen nicht aufgetaucht ist. Und ich sag mal so, wir wurden dann noch mitgenommen, aber so spät, dass ich um 7.59 Uhr am Gate gestanden habe. Geschwitzt, weil ich mit dem Kind auf dem Arm gerannt bin, und um 8 Uhr hat das Gate geschlossen. Also wir waren wirklich die Letzten, hinter uns sind die Schotten dicht gemacht worden, und ich dachte mir nur so, ja, eine Minute später und du würdest jetzt in Mallorca feststecken. Ja, darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um etwas für mich ganz Besonderes. Ich habe mir ein Gewinnspiel für euch überlegt, bei dem ihr natürlich was gewinnen könnt. Denn es gibt etwas zu feiern. Ich habe im Mai vor 4 Jahren nämlich meinen ersten Instagram-Post auf meinem Account hochgeladen und damit quasi den ersten Schritt in Bookstagram, in die Buchbubble, in die Bücherwelt, in die Bücher-Online-Welt gemacht. Und ich habe vor 5 Jahren mittlerweile YouTube gegründet. Anfangs habe ich ja mehr so Do-it-yourselfs gemacht und ja, so ein bisschen, nenn's mal, diverse Dinge, bevor ich mich da auch auf Bücher spezialisiert habe. Und im Mai gab es noch etwas zu feiern, und zwar habe ich jetzt vor knapp 2 Wochen die 2000 Abonnentengrenze hier auf YouTube erreicht, und für mich ist das eine unglaublich riesengroße Zahl, wenn ich mir überlege, dass 2000 Menschen sich meine Videos anschauen, ich sag mal regelmäßig oder halbwegs regelmäßig, dann ist das schon sehr, sehr viel für mich. Also ich fühle mich da auch tatsächlich sehr, sehr geehrt, dass so viele Leute sich anhören wollen, was ich buchtechnisch zu sagen habe, und sich auch so rege mit mir unter den Videos austauscht. Genauso auch auf Instagram. Also wer mir da noch nicht folgt, kann das gerne nachholen. Da seht ihr auch manchmal so ein bisschen, ja, private Einblicke oder Dinge, die ich eben so in meinem Leben mache, die nicht auf Video hier festgehalten werden bei YouTube. Ja, um auf den Punkt zu kommen, ich habe ein Gewinnspiel vorbereitet. Ich habe mir 3 Pakete zusammengestellt mit Büchern, Goodies, Merchandise, Süßkram etc. etc. Ich wollte das eigentlich schon vor meinem Urlaub uploaden, weil es eben im Mai beides passiert ist, oder beziehungsweise mein Instagram-Start war damals im Mai und mein 2000 Abonnenten-Knacken, nenne ich es einfach mal, das war eben auch im Mai. Aber vom Urlaub habe ich es leider nicht mehr geschafft. Dementsprechend gibt es heute das Video für euch. Und ich würde sagen, ich erkläre euch kurz, um welche Pakete es sich handelt. Natürlich werde ich nicht verraten, welche Bücher in den Paketen drin sind. Ich habe also, wie gesagt, insgesamt 3 Pakete zusammengestellt und habe mir zu jedem der 3 Pakete, zu den Büchern, so kleine Notizen gemacht. Also zu jedem Paket werde ich euch 3 Schlagworte geben, und demnach könnt ihr entscheiden, welches Buch ihr oder für welches Paket ihr in den Lostopf springen wird. Ihr könnt natürlich sowohl hier auf YouTube einmal mit reinspringen, und ich werde das Gewinnspiel auch noch auf YouTube hochladen und auf Instagram hochladen, und da könnt ihr auch nochmal teilnehmen. So, ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Paket. Also es geht jetzt hier wirklich nur um die Bücher. Die Goodies sind ungefähr identisch oder ähnlich, nenne ich es einfach mal. Sie sind ähnlich, manche sind auch komplett die gleichen. Und ja, die 3 Stichpunkte beziehen sich wirklich nur auf die Bücher, die ihr gewinnen könnt. Und zwar wäre im Paket 1 ein Buch mit den Themen, mit dem Setting, sage ich einfach mal, Wien. Ich habe das Stichwort Veränderung aufgeschrieben und das Stichwort Mindset. Also das wäre Paket 1. Wien, Veränderung, Mindset. Dann haben wir Paket Nummer 2. Dazu habe ich die 3 Stichworte aufgeschrieben. Roadtrip,
Enemy und TikTok. Also ein Buch, das die Themen Roadtrip, Enemy und TikTok beinhaltet. Also es ist kein TikTok Made Me Buy It Buch, sondern es ist wirklich ein Buch, das das Thema TikTok beinhaltet. Und hier gibt es auch einen Farbschnitt dazu. Das wollte ich auch nochmal anmerken. Ich wollte als erstes eines der Stichworte einfach Farbschnitt nennen, aber das fand ich irgendwie blöd, weil es sich nicht auf den Inhalt bezieht. Ja, das wäre jedenfalls Paket Nummer 2. Und Paket Nummer 3 wäre New Adult, Ängste, Wohlfühlatmosphäre. Da handelt es sich tatsächlich um 2 Bücher, also bei Paket 1 und 2 könnt ihr jeweils ein Buch im Paket gewinnen und bei Paket 3 könnt ihr gleich 2 Bücher bestellen. Es ist auch die komplette Reihe, also es ist eine Dilogie, die ihr da gewinnen könnt. Und die hat auch, oder da haben auch beide Bücher einen Farbschnitt. Ich lese es euch gern noch einmal vor, damit ihr da nichts durcheinander würfelt. Paket 1, Wien, Veränderung, Mindset. Paket 2, TikTok, Enemy, Roadtrip. Paket 3, New Adult, Ängste, Wohlfühlatmosphäre. Und da ist es eben die komplette Reihe. So, jetzt müsst ihr natürlich entscheiden, für was euer Herz schlägt. Es sind 3 komplett unterschiedliche Bücher. Außerdem kann ich dazu sagen, dass es sich bei allen Büchern um Geschichten aus der realen Welt handelt. Also es ist kein Fantasy, kein Romantasy, kein Sci-Fi, nichts. Es ist wirklich eine Geschichte aus unserer Welt. Ich habe auch alle Bücher, glaube ich, schon selbst gelesen. Ich werde natürlich dann bei Instagram die Auslosung machen. Also ich werde die Auslosung nicht als Video hier bei YouTube machen, sondern ich werde es bei Instagram machen. Aber wer hier auf YouTube gewinnt, den werde ich natürlich dann benachrichtigen bzw. unter seinem Kommentar einmal kurz sagen, ja, melde dich mal bitte bei mir. Was solltet ihr noch wissen zum Gewinnspiel? Ihr solltet über 18 Jahre sein. Das Gewinnspiel steht nicht in Zusammenhang mit YouTube oder Facebook, Instagram und Co. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Ihr solltet im besten Fall eine Wohnerschrift in Deutschland haben. Das sind eben so die gängigen Dinge. Und ansonsten, denke ich, habt ihr alle Informationen. Ich hoffe, das Gewinnspiel freut euch ein bisschen. Und ja, dann geht's in meinem nächsten Video ganz normal, geht der ganz normale Wahnsinn weiter. Dann gibt's nämlich den Lesemonat aus dem Monat Mai. Ein bisschen verspätet, aber der Urlaub kam dazwischen. Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr zu diesem Video auch wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss, habt's fein und bis zum nächsten Mal.